Werbung, Werbung, Werbung und genau solche Werbung können Sie auch für das Ideenmanagement machen. Bildschirm oder Plakat am Eingang, Handzettel in der Kantine, Aushang am schwarzen Brett, Vortrag auf der Betriebsversammlung oder der Personalversammlung, Beilage im Umschlag der Gehaltsabrechnung, Flyer unter dem Scheibenwischer der Autos auf dem Firmenparkplatz. Gut gemacht führt dies zu einem Ergebnis: Es werden mehr Ideen eingereicht. Doch bleibt die Frage, wollen wir das? Ist unser Ziel, mehr Ideen zu bekommen? Eigentlich ist doch das Ziel des Ideenmanagements, wir wollen das Unternehmen voranbringen. Dafür brauchen wir gute Ideen. Dafür brauchen wir Ideen, die uns wirklich voranbringen. Einfach viele Ideen reichen nicht. Richtig gute Ideen sind schon schwerer zu bekommen. Dazu kann Werbung einen weiteren Beitrag leisten. Werbung kann Ideen in die richtige Richtung lenken. Werbung kann darstellen, für welche Bereiche ein Unternehmen Ideen und Verbesserungsvorschläge braucht. Aktuell vielleicht zur Energie- und zur Ressourceneffizienz. Wenn eine Ideenmanagerin Coaching anbietet, dann kann man auch dafür werben. Und Coaching führt zu besseren Verbesserungsvorschlägen? Das kann ich statistisch nachweisen. Vielleicht führt das Unternehmen Workshops oder Sprints durch oder setzt auf die Menge, auf die Crowd. Befragt die Betroffenen, stellt Vorschläge zur Diskussion, lässt auf einer Plattform Vorschläge weiterentwickeln oder nutzt weitere fortgeschrittene Werkzeuge. Auch dafür kann man Werbung machen. Heißt, Werbung für Ideenmanagement ist gut und nützlich. Vielleicht ist es sinnvoll, nicht nur pauschal für das Ideenmanagement zu werben, sondern ganz gezielt für bestimmte Ziele und Werkzeuge. Gezielt Ideen einwerben und moderne Werkzeuge nutzen, das ist ein erster Schritt vom betrieblichen Vorschlagsverwaltungswesen zum Lean-Management. Dieses Konzept ist mir so wichtig, dass ich ein eigenes Video dazu gedreht habe. Das verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.